Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Watermann, vielen Dank für diese Rede. Ich kann sie komplett unterschreiben. Ich versuche im Folgenden mal konkret darauf einzugehen, was beantragt worden ist. Und da gibt es viele Punkte, über die wir tatsächlich diskutieren müssen. Wir haben in Niedersachsen tatsächlich Anlass genug, über die Reform des Melderechtes nachzudenken und zu diskutieren. Das bezieht sich einerseits auf die im Antrag genannten Mandatsträger und Journalisten, aber auch auf weitere Personenkreise. Ich erinnere nur an die Linksextremisten, die vor dem Haus eines Polizisten in Hitzacker aufgetaucht sind, oder die Linksextremisten, die vor dem Haus eines Richters in Buxtehude demonstriert haben, der mit den Prozessen um die Ausschreitung des G20-Gipfels in Hamburg beschäftigt ist. Solche Fälle, meine Damen und Herren, sind ein absoluter Tabubruch, und darauf muss der Rechtsstaat reagieren. Gerade die Menschen, die unseren Rechtsstaat repräsentieren und durchsetzen sollen, dürfen im persönlichen Umfeld nicht zur Zielscheibe von Extremisten, egal aus welcher Richtung, werden. Und das gilt ausdrücklich auch für Rechtsextremisten, meine Damen und Herren. Zu den im Antrag genannten Personengruppen würden daher noch weitere dazukommen müssen, wie unter anderem Polizisten, Justizvollzugsbeamte und auch Richter. Bei all diesen Personengruppen darf es nicht mehr so einfach sein, an persönliche Daten aus dem Melderegister zu kommen. Insoweit bin ich hier auch skeptisch, ob der vorgeschlagene Weg, der betroffenen Person vor der Auskunftserteilung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, am Ende praktikabel ist. Das erscheint mir doch sehr aufwendig, denn im Zweifel müsste die betreffende Person gegebenenfalls mehrmals am Tag eine solche Stellungnahme tatsächlich abgeben. Ich bevorzuge daher den Weg über die Einführung einer gesetzlichen Vermutung, dass bei diesen Personenkreisen die Voraussetzungen für eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 Bundesmeldegesetz vorliegen. Aber das, meine Damen und Herren, löst das Problem der Zunahme von Gewalt und Hass gegen Mandatsträger und andere Repräsentanten unseres demokratischen Staates nicht. Ich halte die Zunahme von Hass und Hetze, die insbesondere in der digitalen Welt verbreitet wird, für eine zentrale Herausforderung unserer Gesellschaft und auch unserer Demokratie. Am Ende, und da komme ich ein Stück weit zu dem, was Sie, Herr Watermann, gesagt haben, am Ende muss es die Gesellschaft sein, die einerseits die Grenzen der Meinungsfreiheit deutlich macht, aber auch andererseits die Meinungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger im demokratischen Diskurs auch verteidigt. Dazu gehört eine Stärkung der Strafverfolgungsbehörden und sicher auch bessere Rahmenbedingungen für Menschen, die sich gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen denn auch wehren möchten. Was jedoch nicht geschehen sollte, ist eine übereifrige Ausweitung des Strafgesetzbuches. Dass zum Beispiel jetzt auch die Drohung mit einer einfachen Körperverletzung strafbar werden soll, kann zu massiven praktischen Problemen führen. Bereits bei niedrigschwelligen Drohungen, möglicherweise in Form einer rhetorischen Frage, so wie wir es oft auf dem Schulhof oder in einer Kneipe erleben, mit dem schärfsten Schwert des Rechtsstaates, nämlich mit dem Strafrecht, zu kommen, erscheint mir überzogen. Mal abgesehen davon, dass dies zu einer weitergehenden Überlastung unserer Strafverfolgungsbehörden führen würde, käme es auch zu einer kaum beherrschbaren Kriminalitätszunahme, insbesondere im Bereich der Jugend. Ohne dass sich die tatsächliche Kriminalität verstärken würde, würde bei der Veröffentlichung der nächsten Statistik die Bevölkerung das Gefühl bekommen, die Kriminalität würde explodieren. Und sowas, meine Damen und Herren, sowas nützt nur einer Partei. Bei allen Verschärfungen im Strafrecht ist daher mit Bedacht vorzugehen, aber all diese wichtigen Dinge werden wir sicherlich in den Ausschussberatungen, die wir dazu führen werden, denn weiter diskutieren. Vielen Dank.